Ja, hallo, ich grüße euch mal wieder zum neuen Video mit Rudolf von Heckenrhein. Und heute soll es um die Herstellung von Tinte gehen, und zwar Eisengallus-Tinte. Das hatte ich schon vor langem vorgehabt, aber habe nur ein Video über Walnuss-Tinte gemacht. Ich hatte nämlich die Zutaten von der Eisengallus-Tinte gelesen. Ja, und da ist mir so ein bisschen gedacht, oh Mann, ist das kompliziert. Das muss auch anders gehen, bin auf die Walnuss-Tinte gestoßen und Walnussbaum wächst um die Ecke rum. Naja, das Ergebnis von viel Kocherei mit Walnüssen und Rotwein war halt recht mager, aber sie funktioniert, die Walnusstinte. Und dieses Walnusstinten-Video hat jemand gesehen, nämlich der Eberhard, und hat mir dann in die Kommentare reingeschrieben, weil ich auch im Video geäußert habe, dass ich die Eisengallustinte zu kompliziert fand. Hat er in die Kommentare reingeschrieben, der Eberhard, dass es gar nicht kompliziert ist, hat mir ja aufgelistet und sachlich beschrieben, wie das funktioniert. Und er hat es nicht nur in die Kommentare geschrieben, der Eberhard hat ernst gemacht und hat mir gleich ein Päckchen mit den Zutaten und eine Anleitung zugeschickt. Habe ich an anderer Stelle schon mal gezeigt. Und ja, heute möchte ich mich ranmachen. Erstmal dem Eberhard vielen Dank nochmal sagen dafür. Und das Video, naja, ist das speziell für dich, ne? Gut, die Zutaten im Einzelnen. Da haben wir hier Eisenvitriol. Klingt kompliziert, deswegen ist es so eine Sache, wo ich damals vor zurückgeschreckt bin. Eisenvitriol ist ein Salz, das entsteht, wenn Eisenpulver in Schwefelsäure gelöst wird. So, dann haben wir hier das Blauholz. Das kommt aus dem Orient und ist ein stark färbendes Holz. Hier das Gummi Arabicum, wie es so heißt, ein Pulver, also es ist ein Pflanzensaft, der getrocknet und pulverisiert wird von, ja, man sagt einfach, steht da einfach Gummibäume, Akaziengewächse sind das, auch aus dem Orient kommend. Und dann haben wir hier noch die Galläpfel oder Gallapfelpulver. Das ist dieses Pulver von diesen diese Gallwespen, die legen ihre Eier an Eichenblätter dran und dann bildet die Eiche als Abwehrreaktion so eine, und an der Unterseite des Blattes so eine Art Kugel. Und davon dieses Pulver sind diese Galläpfel. Und dann müssen noch Nelken zerstoßen werden, die auch da dran kommen. Den ganzen Vorgang schauen wir uns nachher an. Noch zur Information, die Eisengallustinte war schon in ungefähr 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung im Orient bekannt, wo das meiste davon ja auch herkommt. Und hat dann ungefähr 100 nach Christus über die Römer seinen Einzug hier in Europa gefunden, Mitteleuropa gefunden. Und die Eisengallustinte war dann auch die meist verwendete, meist verbreitete Tinte zum Schreiben in den Klöstern und Schreibstuben im Mittelalter. Gut, das nochmal als kurzen Vorspann, als Information. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Kochen wieder. So, dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Und zwar brauche ich jetzt einen halben Liter Wasser. Die gebe ich in den Topf rein. Muss man den Herd auch noch anstellen. Das gibt Sinn. So. Zu dem halben Liter Wasser kommt jetzt ein halber Liter Apfelessig. Und es empfiehlt sich für den ganzen Herstellungsprozess nur Küchenwerkzeuge, Küchengerätschaften zu nehmen, die quasi eh abgestiegen sind. Kann sein, dass das Zeug nachher ziemlich versaut ist. So, wie gesagt, Apfelessig laut Rezept nochmal ein halber Liter. Wenn es ein bisschen schneller laufen würde, wäre das auch schön, aber den Gefallen tut es mir gerade nicht. Andererseits gut, wenn Essig nicht so schnell läuft, hat man schnell ein Essen mit versaut, aber wir machen nichts zu essen hier. Wir machen Eisengallustinte. Gut, haben wir das. Also, halber Liter Apfelessig noch dazu. Das Ganze muss jetzt aufkochen. Da gebe ich zuerst schon mal, hier habe ich 5 Nelken zerstoßen im Mörser. Das kommt da schon mal rein. Ich
Und hier schon ein bisschen rühren. So. Und dann haben wir jetzt hier 12 Gramm von diesem Eisenvitriol. Die müssen da rein. Da muss bei der Handhabung ein bisschen vorsichtig sein. Das Zeug ist nicht gesund. So. Dieses Eisenvitriol muss sich komplett hier drin auflösen. So. Dann kommen da von dem Blauholz 5 Gramm rein. Das ist unbedenklich in der Handhabung, ist ja Holz. Gibt vielleicht bunte Finger, ich weiß es nicht. Noch das einrühren, bis es aufgelöst ist. Und jetzt sieht man schon, das wird ganz schön dunkel von der Farbe her. Ich würde es jetzt schon als dunkelbraun bezeichnen. Dass man so sieht, ja. Gut, nächster Schritt, kommen jetzt 35 Gramm von dem Gallapfelpulver rein. So, auch das ist unbedenklich, weil es ja auch eine Pflanzensubstanz ist, natürlich vorkommt. Das muss ich, oh, jetzt wird es erst richtig dunkel, huiuiui. Muss ich nur schön auflösen alles. So. Wie es aussieht, kocht das Ganze auch gleich. Das aufgekocht ist und sich alles gelöst hat, nehmen wir es vom Herd runter und dann bleibt das bis morgen stehen und dann folgen weitere Arbeitsschritte. Aber zunächst muss es mal aufkochen. Man sieht schon, der Löffel, der taugt für nichts anderes mehr. Insgesamt kriege ich hier 1 Liter Tinte raus, logischerweise. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Die muss man erstmal verschreiben. So, warte mal, bis es aufkocht. Alle Zutaten schön auflösen. Das Ganze ist jetzt schon ziemlich schwarz, ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Also die Farbintensität ist meiner Meinung nach jetzt schon höher als die von der Walnusstinte. Der Arbeitsvorgang, wie ihr gesehen habt, ist simpel, ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Die Zutaten wirken nur erstmal ein bisschen kompliziert, aber wie der Eberhard mir auch sagte, die kriegt man im Internet ruckzuck bestellt. Und wie gesagt, ich war auch schon dabei, die zu bestellen, aber dann kam das Päckchen vom Eberhard, dem ich hier an dieser Stelle auch nochmal danken möchte. Der Löffel, oh, der wird schon dunkel. So, ja, der Ebert hat es mir
zweimal mitgeschickt, das Ganze, die ganzen Zutaten. Einmal zum Üben für mich selber und einmal um ernst zu machen und dieses Video zu produzieren. Üben ging schon ganz hervorragend, hat mir keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Das ist eine perfekte Tinte geworden. Also wenn ich jetzt hier fertig bin heute oder morgen vielmehr, dann habe ich 2 Liter Tinte. Ich glaube, das reicht bis ans Lebensende. So viel, wie ich nicht schreibe. So, jetzt ist es am Kochen dran und kann vom Herd genommen werden. Man sieht auch schon hier, das ist schwarz. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Okay, das war's für heute. Morgen geht's weiter. Dann sehen wir uns wieder. So, mein Eisengallus-Sud hat über Nacht gestanden. Puh, stechender Geruch. Ja, der Essig. Pott schwarze Brühe. So, die muss jetzt hier durch das Sieb mit Küchenkrepp ausgelegt durchgegeben werden. Ich habe mal hier sicherheitshalber alles abgedeckt. So, ich gebe das mal hier rein. Denn jetzt sieht man auch schon die nachtschwarze Farbe. Kommt gut raus. So, ganz prima. Derweil das jetzt hier durchläuft, habe ich das Gummi Arabicum. Das muss in etwas Wasser, möglichst wenig Wasser aufgelöst werden. Wie wenig, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie praktiziert. Deswegen fange ich da ganz vorsichtig mit an. Nehme mal so einen kleinen Schluck. Die Tüte nicht auf. Ja. Das Gummi Arabicum ist übrigens lebensmittelunbedenklich. Ich habe schon mal ein Video gemacht über kandierte Minzblätter. Da wird das auch im Wasser aufgelöst, das Gummi Arabicum, und dient quasi als Lebensmittelkleber. Der dann dafür sorgt, dass der Zucker auf den Minzblättern haftet. Das geht ganz hervorragend. Ist völlig geschmacksneutral. Gut, Tüte leer. Ich rühre. Und ich stelle fest, ich habe ein glückliches Händchen gehabt. Die Wassermenge war genau richtig. Ist hier so dünnflüssigen Brei. Im Sinne des Erfinders, denke ich. Okay, das Gummi Arabicum muss dann anschließend in die durchgefilterte Tinte reingerührt werden. Aber das tropft halt sehr langsam. Lass doch mal in Ruhe tropfen. Dann sehen wir uns wieder, wenn es ausgetropft ist. So, die ganze Brühe ist jetzt durch Sieb durchgelaufen. Das ist also hier eine schöne schwarze, ja, fast schon Tinte wahrscheinlich. Und jetzt gebe ich das aufgelöste Gummi Arabicum hier rein. Ja, prima, das ist auch da eingefallen. Das macht aber nichts. So. Jetzt, der mir gefallen ist, da ist er. So. Gut.
in die Arabikum hier reinrühren. In dem Sieb übrigens ist so eine richtige Schmodderschicht, wenn man es mal so nennen kann, drin hängen geblieben. Die habe ich hier in den Beutel reingepackt, damit nichts versaut. Das wird jetzt verworfen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das Sieb sauber kriege. Beziehungsweise auch den kleinen Rührer hier. So, das Gummi Arabicum hat sich jetzt hier aufgelöst. Das sorgt dafür, dass das Ganze wahrscheinlich ein bisschen dickflüssiger wird. So. Jawohl. Gut. Das muss jetzt wieder stehen bleiben bis morgen und dann kann ich es abfüllen. Also jetzt wird es ein bisschen schaumig, ne? Dunkle Brühe. Wollen wir mal gucken, wie das morgen aussieht vom Abfüllen, ob sich noch was ändert. Also über Nacht stehen lassen, wir sehen uns wieder. Ja, es ist wieder ein Tag vergangen. Die Tinte hat mit dem 25 Gramm in Wasser aufgelösten Gummi Arabicum jetzt nochmal über Nacht gestanden. Ich hoffe, man kann das sehen. Es ist eine schöne schwarze Brühe. Macht einen guten Eindruck soweit. Und ich mache jetzt mal direkt einen Schreibtest aus dem Eimer raus. Ja, ich zeige es euch gleich. So, das ist das Ergebnis. Also ein ganz prima schwarzer Strich, schreibt gut, funktioniert. Was bleibt, ist jetzt die Tinte in eine lichtdichte Flasche einzufüllen, die dann möglichst kühl gelagert wird. Dann hält die sich ewig und 3 Tage. Und vor Gebrauch soll das mal durchgeschüttelt werden, damit sich eventuell abgesetzte Farbpigmente wieder gut vermischen. Oh, da war voll. War gut, dass ich die Tücher hier untergelegt habe. So, dann zum Abschluss nochmal vielen Dank an den Eberhard, der mich dazu ermutigt hat, das Ganze zu praktizieren. Es war erfolgreich. Und ja, wenn auch ihr irgendwelche Wünsche, Ideen habt, die ich im Video umsetzen kann oder soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Was bleibt? Teilen, liken, kommentieren und auf jeden Fall abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!